All I want my life for Christmas. There is just one thing I need. And I just einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier gerade von der Hamburger Reeperbahn. Ich befinde mich auf dem etwas anderen Weihnachtsmarkt Santa Pauli. Und wir stürzen uns jetzt mal hier ins Getümmel und fragen mal die Leute, was ist denn eure absolute Lieblingsstellung? Heute meine... Meine Lieblingsstellung ist die Einstellung. Oh nee, meine nicht, hasse Einstellung. Nicht Carsten hinter der Kamera, der ist in Köln geblieben. Johnny Tapia ist da, vielen lieben Dank. Und ansonsten, es ist tatsächlich die letzte Umfrage in diesem Jahr. Bisschen traurig, aber ich glaube, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Reeperbahn, Santa Pauli, was ist eure Lieblingsstellung? Marc Eggers, auf geht's. Lieblingsstellung, die Frau liegt auf dem Bauch und ein Bein angewinkelt. Die Frau oder deine Frau? Meine Frau. Wer ist sie? Meine Frau. Ah, du bist die mit dem ein Bein hoch. aber mal ehrlich, wie macht ihr das? Also was meinst du jetzt, auf dem Rücken? Nee, auf dem Bauch. Auf dem Bauch, okay. Bauch und ein Bein hoch, weißt du? Also auf dem Bauch und ein Bein, so und jetzt. Ich kenne diese Stellung tatsächlich. Hallo, Lieblingsstellung? Doggy würde ultra gerne ein Video mit dir machen. Was war das denn gerade? Doggy würde ultra gerne, will sie ihn gerade fragen, ob er ein Porno mit dir drehen will? Ey, Kopfkino, ich kenne diese Stellung, sorry, was soll ich denn machen? Würde ultra gerne ein Video mit dir machen. Was für ein Video, abends? Heute Abend im Hotelzimmer? Wir haben gerade Weihnachtsfeier. Und wir drehen heute Abend ein Video? Wir drehen heute Abend ein Video. Wir beide? Ich bin voll dabei, ja. Full HD? Full HD. 4K? 4K. Bis später. Bis später. Pier 3 Hotel, ne? Ne, ohne Witz, dann drehen wir ein bisschen was. Mit Handy aber, ja? Dein Kumpel hat uns nicht zu viel versprochen. Er meinte, alle gehen hier lachend raus. So, kennt ihr hier meine kleine Süße nicht, oder was? Ihr kennt euch? Eigentlich wenig. Aber eigentlich wenig. Du stehst auf Ältere? Nein! Nee. Nein. Jetzt wird die Chefposition mal ausgenutzt. Nein, das ist... wir sind Arbeitskollegen. Naja, Doggy. Doggy? Doggy, bei dir? Same. Gib's mir... Ich glaube, bei vielen Frauen ist Doggy tatsächlich... die Lieblingsposition. Weil einfach easy und gefühlsecht. Ich kenne keine Stellung. Stimmt, Entschuldigung, Ben hat recht, ich bin eigentlich eine Nonne. Okay, das war wirklich unangebracht. Doggy, gib's her, Doggy, gib's her, Doggy. Doggy, ja. Und guckst die Frau da an und sie lacht. Und sie lacht, ja. Ist deine Freundin? Das ist meine Freundin. Magst du auch Doggy? Ich bin die Schwester. Das ist nicht meine Schwester. Aber du findest Doggy gut? Ich find Doggy gut. Und du? Auch. Doggy schon. Bei dir, Dog? Ja. Warte, sie jetzt seine Schwester? War sie seine Freundin? Was war da los? Schlampenlexer? Warum den Schlampenlexer? Das ist doch ganz normal. Hallo? Das ist einfach wunderschön. Du liebst es, Doggy, bei dir? Es ist schon schön. Ja. Es bei dir? Ist auch nicht so schlimm, wenn sie nicht so gut aussieht, ne? Keine Ahnung, das weiß ich nicht, was du für Frauen mit nach Hause nimmst. Hoffentlich nicht so, aber was passiert, passiert. Okay. Bei dir? Ich sehe es genauso, Doggy. Ja, ich habe eine Freundin seit 4 Jahren. Zeig mal ein Bild. Von meiner Freundin. Dass ich da schon mal in die DMs geslidet bin. Das meine ich, diese Videos sind so unangenehm, ey. Ne? Nee, das wird, glaube ich, nichts. Hier habe ich das. Eieiei, wir gehen weiter. Scheiße. Lieblingsstellung bei euch beiden? Habt ihr überhaupt noch Sex? Ja, ja. Wollt ihr euch mal einen Kuss geben, dass wir wissen? Das ist übrigens eine sehr gute Frage bei Langzeitpaaren. Sollte man erstmal fragen, habt ihr überhaupt noch Sex? Dass das passt hier? Nicht, dass ihr uns einen Bären aufbindet. Achtung. Jetzt wir beide. Von hinten. Ah. Ja, Doggy ist ein bisschen zu langweilig, oder? Ja. Das ist halt wirklich gefährlich, auf einem Weihnachtsmarkt solche Umfragen zu machen. Doggy ist halt ein bisschen zu langweilig, aber ich könnte dir ein bisschen mehr ansehen. Soll Santa mal fragen? Santa hat keinen Sex. Und Dankeschön nochmal für die 69 und damit herzlich willkommen bei Was ist deine Lieblingsstellung? Ich gehe jetzt, okay. Nee, ich will mal wissen, was ist deine Lieblingsstellung? Was denkst du? Missionar. Würdest du mit mir Sex haben? Würdest du mit mir Sex haben? Vielleicht. Echt jetzt? Ja. Sexy. Lieblingsstellung. Lieblingsstellung? Tisch. Alter! War das gerade unangenehm? Die war ja betrunken, er ist fuck, oder? Oh mein Gott. Auf den Tisch? Auf den Tisch. Gut. Ja. Jetzt kannst du die Arme wieder aufmachen. Meine? Ja. Was denkst du? Weiß ich nicht. Spanische Giraffe. Das ist super. Ah, Skisprung Spanier. Ja, ja. Ja, ja. Aber viele Leute noch nicht von gehört, ne? Aber da muss man auch mal, da muss man sich reinfuchsen. Er ist richtig fame, ich hab seinen Namen vergessen. Er ist richtig fett? Fame! Alter, ich kenne ihn nicht. Hallo, Liebling. Das ist so geil, ey.
Ich glaube, ich kenne dich. Du bist, glaube ich, ey, ich würd, wenn man mich auf dem Weihnachtsmarkt befragen würde, wäre vorbei. Wie oft ist Alexa betrunken? Gar nicht oft, gar nicht oft. Aber auf einem Weihnachtsmarkt würde ich ungern dann so. Genau so eine Tasse hatte ich auch, das Feuerzangenbowle tatsächlich. Also, mich sollte man auf keinen Weihnachtsmarkt fragen. Klingstellung? Kann ich nicht sagen. Aber Nita, erst richtig Fame. Richtig Fame? Ja. Sehen. Haben wir Lecky befreundet? Ja, liebe Grüße. Grüße, ne? Man kennt sich. An wen? Ja. Hat er schon mal den Tornado entzündet? Sollen wir einen machen? Heißt nochmal. Was mit M? Ey, also so Fame kann ich auch nicht sein. Wenn du den Namen nicht mal weißt. Warte, wir denken nach. Insko. Insko. Ah! Ja! Insko 21. Ja. Ich bin's, Nico. Ach, scheiße. Ich folge dir sogar auf Insta. Ja, folgst du auch meiner Freundin? Alexa? Nein. Wir grüßen Alexa. Hallo, Alexa. Ha? So heiß. Oh mein Gott, wie süß, die grüßen mich. Alexa. Viel Spaß euch noch. Danke dir auch. Ciao. Hey, Marc, hier geht's weiter. Ja. Lieblingsstellung? Bei dir. Doggy. Doggy? Aber warum? Hier, ne? Weil bei die mir, Frauen ne? nicht so hübsch sind und denkst, nein, möchte ich nicht sehen. Meine Freundin ist die hübscheste. Aber deshalb Doggy? Ja, macht am meisten Bock so, ne? Was mag sie am liebsten? Safe. Ruf sie mal an. Klein Urgent Call, komm. Hallo? Bibi? Ist nicht erreichbar. Bruder, die hat dich blockiert. Warte. Er hat gesagt, mit seinen Jungs. Die hat einfach Schluss gemacht, kurz. Zu Hause, ruhiger Abend. Ey, was ist denn hier? Warte. Ich will irgendwie nichts Falsches sagen, aber ich glaube, gut, die hat auch einen schönen Abend. Nein, alles gut. Warte. Ich glaube, der geht's auch gut gerade. Guck mal, seht ihr das Gesicht? Eben war er noch so strahlend, langsam jetzt kommt die Sorge. Ich bin Lia, hi. Hallo, Lia? Ja. Lia Engel? Nee. Kennst du die? Nee. Optische Ähnlichkeit ist da. Danke. Lieblingsstellung? Ich komme von oben, Moment. Ich komme auch von oben. Squirtest du? Nee. Noch nie? Oh. Lieblingsstellung? Wie sie so sagen, nee. Alter, aber wirklich, so Umfragen über Lieblingsstellung sollte man tatsächlich eigentlich wirklich die beste schon auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß halt nicht, ob alle ihr Einverständnis gegeben haben, dass es ausgestrahlt werden kann. Sag ich doch, reiten. Dann warst du noch nie in Hamburg. Oh, ich bin geboren hier. Echt? Ich auch. Tschüss. Tschüss. Warum machen die denn alle Frauen die ganze Zeit so an rum? Echt? What the fuck is going on? Oh, hallo, Gott. Jetzt. So, rate mal, mit wem ich hier bin. Weiß ich nicht. Pauli, kurze Frage. Jetzt ganz ehrlich, schnelle Antwort. Lieblingsstellung. Was? Nee, deine Lieblingsstellung. Keine Ahnung. Sag okay. Jetzt. Siehst okay. Du? Niklas ist dein Freund? Ja. Das Marc Eggers, Mann. Ja. Noch ist er mein Freund. Das könnte sich natürlich auch ändern. Mein Lieblingsstück ist okay. Bin ich neidisch? Also, weil ich neidisch bin, weil die Glühwein trinken können und ich nicht, dann ja. Kappa. Echt jetzt? Ja! Ich bin's, hallo. Trimax, der ist auch hier. Ja. Da ich hallo. Ja. Hallo. Ja, Grüße. Schlaf noch gut. Wir wollten nicht wecken, sorry. Ich hab noch nicht geschlafen, aber ist okay. Aber hast du mich weggedrückt oder was? Ja. Pauli? Kann das sein, dass du nicht alleine bist gerade? Oh, Abbruch! Gut, alles nein. Die ist treu, ist gut. Ja, die ist noch aus Atem, Digga. Ich war noch nie bei der Wahrsagerin, aber ich finde... Okay, ich glaube, Trimax ist auch ganz schön betreut. Ich war noch nie bei der Wahrsagerin. Hauser guckt, ein wunderschön. Mal rein und frag mal. Ich hätte schon Bock, mir die Karten legen. Ja, geh mal rein und frag mal nach der Zukunft. Mach das mal. Und wer gewinnt den großen Kick? Übrigens, für alle Leute, 29.12. Der große Kick. Es gibt noch Tickets, es gibt eine Weihnachtsaktion. Du kaufst eine Karte und kriegst zwei. Also eine kaufen, eine for free. 29.12. Kölner Lanxess Arena. Und sonst von zu Hause kostenlos auf Join zuschauen. Deutschland, Österreich und Schweiz. Ey, das wird ein geiles Fußball-Event. So geil. Die Teams sind alle so geil, Mann. Ey. Du bist Team... So geil. Ich habe es gar nicht geguckt, aber ich bin tatsächlich auch kein Fußballfan, muss ich ehrlich sagen. Eggers ist schon unangenehm. Ich würde nicht sagen peinlich. Peinlich ist ein anderes Wort. Er stellt wirklich unangenehme Fragen. Das ist schon mal komplett falsch. Team Eggers und Max geht jetzt mal rein und lässt sich jetzt mal die Karten legen. Ich würde dir deine Karten legen. Ich fange die erstmal an zu mischen und wenn du dafür bereit bist, sagst du mir Stopp. Ich würde sagen Doggy. Lieblingsstellung. Ja. Oh. Doggy. Gib's dir, Doggy. Ja, klar. Aktiv oder passiv? Ja, aktiv natürlich. Ja, keine Ahnung, wenn ich dich so an... Lolina Rabbi. Die haben es ja gerade gesagt, kommt erst am 28. Natürlich kann ich es noch nicht geguckt haben, denn heute ist der 27. Du hast vollkommen recht. Oh Gott. Okay, wie heißt du denn? Robert. Robert.
Gott. Guck, das ist für dich, Robert. Da freut er sich, 69 von hinten. Oh, ey, 69? Linge! Ich lieb den Scheiß. Missionarstellung. Missionar? Ja. Mike Eggers. Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut, danke. Lieblingsstellung? Oh, 69. Volles Bier? Ja, gerade eben. Erstmal einen saftigen Schluckerino. You. Und jetzt. Ich kenne dich nur, weil ein Tinder-Date neulich mit mir deine Videos gucken wollte. Ein Tinder-Date von dir? Ja. Den Typen kennst, der meine Videos guckt. Alter, stellt euch vor, jetzt mal ohne Gag, ihr geht auf ein Tinder-Date. Da kommt ein Typ und will sich ein Mark Eggers-Video mit euch angucken. Boah, bra, da wäre ich aber sowas von ra. Sorry. Aber das ist doch nicht bei einem Tinder-Date. Guck, direkt abbrechen. Das ist jetzt unangenehm, wenn er das ja, sieht. Aber der wird faustdick hinter den Ohren haben. Also sympathisch? Ja. Ja. Er war höflich? Ja. Zuvorkommen? Ja. Full HD? Respektvoll? Ja. Und Gentleman? Ja. Ja, so, super. Doggy? Oder? Ja klar, Doggy, was soll's? Bist verheiratet? Ja. Oh. Wie lange? Ja, bin verheiratet. Übrigens, ich werde mal diese Reaction auch auf YouTube hochladen, falls ihr mehr Reactions von Mark Eggers und von mir sehen wollt. Also eigentlich sind es meine Reactions auf seinen Content. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Normalerweise ist es jetzt nicht so gerade mein Content. Mein Content ist eher so einfach mal einen Monat gar nichts hochzuladen. Aber liked auf jeden Fall und lasst ein Follow da und schreibt mir mal so ein bisschen euer Feedback, damit ich Bescheid weiß. Wie lange schon? 30 Jahre. War es ein Fehler? Manchmal ja. Wir sind kurz vor Weihnachten. Robert. Liebe, nein, natürlich nicht. Robert, liebe Worte an die Frau. Ich Robert. Liebe sie. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Robert, ehrlich. Er hat einfach gerade zu viel getrunken. Er kann sich gerade nicht an ihren Namen erinnern. Boah, das tut schon weh, ey. Robert, das tut wirklich weh. Ach, Robert. Sie heißt... Was, 30 Jahre? Da muss man nachdenken, ne? Da weiß man nicht. Nach 30 Jahren, Moment mal ganz kurz. Viele Affären dazwischen gewesen, Robert? Nein. Bist du treu? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, und deshalb auch nachts um 12:30 auf der Reeperbahn unterwegs, ne? Ja. Schauen wir mal, was wird? Was wird? Genau. Lieblingsstellung? Was wird? Was wird? Das ist das geilste Meme ever. Dankeschön, Fadi. Seestern. Du siehst nicht aus wie ein Seestern. Nee, nicht wirklich. Die Brille ist aber auch... Brauchst du eine? Ja, gut oder nicht gut? Mega gut. Echt? Voll. Ich hab's dir gesagt, ne? Doggy. Doggy? Doggy. Kurz und knapp, oder? Ja. Wo kommst du her? Buxtehude. Grüße an Monte. Ja, moin Monte. Oh, mal, liebe Grüße an Monte, moin Monte. Der guckt selbst das Video. Chat, was ist denn eurer Lieblingsstellung? Nur so. Müsst ihr nicht beantworten. Nur so. Grüße. Liebe Grüße an Monte. Oh, scheiß auf, Digga. Ja, scheiß auf, Digga. Muss man sich für eine entscheiden? Nee. Aber vielleicht zwei. Naja. Fünf? Oh, Mensch. Sie haben richtig Spaß an Sex, ne? Ja, klar. Frohe Weihnachten, alles schönes Fest gemacht. Euch beiden. Seid ihr ein Paar? Nein. Was nicht ist, kann ja noch werden. Nein. Er so, I hope. Sie so, nein, auf gar keinen Fall. Nein. Einfach nein. Der Arme. Das ist doch nicht mein Problem. Warte. Dankeschön. Das ist, glaube ich, die erste vernünftige Frau in Mark Eggers Videos. Bei mir wär's ein Ja. Danke. Es ist Weihnachten, keiner muss alleine nach Hause gehen. 4-3 Hotel. Ja, Freunde, wir sind am Ende der letzten Straßenumfrage in diesem Jahr angekommen. Max, ich wollte auch noch ein Part übernehmen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja. Abonniert den Kanal gerne. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich hoffe, auch mein Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr lasst ein bisschen Feedback da, ob ihr auf so Content noch mehr Lust habt. Und ja, meine Frisur ist heute nicht so hübsch, das stimmt. Dazu brauche ich kein Feedback. Was war deine Lieblingsstellung? Ach so, ich bin nicht mit dem Interview. Ich bin nicht mit dem Interview. Nein. Also Leute, wirklich, vielen lieben Dank für den krassen Support. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mit meinen Umfragen in diesem Jahr ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Mir hat super war viel Spaß funny. Gemacht. Danke auch an Carsten, der zwar heute nicht hinter der Kamera ist, aber in den ganzen letzten Videos wirklich vielen, vielen lieben Dank. Danke an euch da draußen für den ganzen Support. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Macht es gut. Mein Name ist Marc Eggers. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao. Auch von mir. Bedeutet eher die Ehrlichkeit und dass er ein ehrlicher Herzensmensch ist, sagt man. Das stimmt, ja. Nee, wirklich, das kann man ihm wirklich nachsagen. Ja, nee, das würde ich wirklich sagen. Ich sehe bei dir auch einen Neuanfang. Bis später. Dankeschön, dass ihr auch bei meinem Video zugeguckt habt, dass ihr mitsupportet habt, auch wenn YouTube vielleicht nicht ganz so aktiv war. Twitch ist dagegen immer super aktiv. Abonniert, lasst die Glocke da, schreibt einen Kommentar und supportet mich. Und ja, wir sehen uns definitiv noch in diesem Jahr. Ich bin noch das ganze Jahr live.